Herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen hier in Salzburg. Sie wissen es vielleicht schon, regelmäßig laden wir spannende Gäste ein und widmen uns der Frage, was kommt danach, stellen Fragen nach der Zukunft. Auch heute haben wir einen spannenden Gast hier bei uns. Und wir haben wieder ein besonderes Thema, und das heutige Thema haben wir entwickelt im Rahmen eines Festivals, das wir mit vielen anderen Kulturveranstalterinnen und Veranstaltern und Bildungseinrichtungen durchführen, nämlich im Rahmen des Science Meets Fiction Festivals, wo wir den Zusammenhang zwischen Science Fiction und Wissenschaft herausarbeiten. Neben mir sitzt Wenzel Mehnert. Wenzel Mehnert ist eine Person, die sich genau mit dieser Frage sehr intensiv auseinandersetzt. Mehr zu ihm in Kürze. Mit ihm werde ich eine ganz bestimmte Frage behandeln, die zum Thema des Festivals passt. Das Thema dieses Science Meets Fiction Festivals heuer ist It's the end of the world as we know it. Wir interessieren uns mit Wenzel Mehnert aber für die spezielle Frage, kann die Fiktion, kann die Erzählung die Zukunft prägen? Oder sagen wir es auf Englisch, Future follows fiction? Die Zukunft entwickelt sich, folgt der Fiktion. Das ist eine These, die Wenzel Mehnert aufgestellt hat. So, wie kommt Wenzel Mehnert dazu, solche waghalsigen Thesen aufzustellen? Er arbeitet an einer Schnittstelle zwischen Technik und Kunst. Er ist einerseits an der Technischen Universität Berlin aktiv, setzt sich dort mit einem Lab mit ethischen Fragen der Zukunftsentwicklung auseinander, ist sehr nah auch bei technischen Entwicklungen, das werden Sie gleich merken. An der Universität der Künste beschäftigt er sich mit Building Better Worlds, bauen wir bessere Welten, wo wieder von einer anderen Seite das Zukunftsthema angegriffen wird. Diese Schnittstelle interessiert ihn, da forscht er und darüber redet er zum Beispiel heute mit uns. Wenzel Mehnert, herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek. Ja. Gehen wir es gleich an. Future follows fiction. Ja. Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Glaubst du wirklich, die Zukunft wird so sein, wie es in der Belletristik steht? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass... Wie die Zukunft wird, das wissen wir nicht, das können wir nicht vorhersagen. Aber ich glaube, an dieser Stelle macht es Sinn, vielleicht diesen Zukunftsbegriff so ein bisschen auseinanderzunehmen. Also wir haben natürlich einmal Zukunft als das Verständnis davon, was später als jetzt passieren wird, also was morgen passieren wird oder in einem Jahr oder eben auch in so einem unbestimmten Zeitraum wie in der Zukunft eben. Gleichzeitig hat dieser Begriff Zukunft aber auch die Bedeutung, dass wir damit Zukunftsvorstellungen verbinden. Also wie wir uns die Zukunft heute in der Gesellschaft, in der Gegenwart vorstellen, spielt eine wichtige Rolle, und weil diese Vorstellungen auch das Bild prägen, worauf wir hinwollen, worauf wir hinarbeiten wollen, wenn wir zum Beispiel in der Technologieentwicklung unterwegs sind. Aber auch wenn es um Politikfragen geht, wie wir jetzt gerade jüngstens auch bei der Wahl in Deutschland gesehen hatten. Also solche Vorstellungen davon, wie die Zukunft sich gestalten könnte und wie wir sie gemeinsam gestalten können, sind tatsächlich Fiktionsfragen. Und diese Fiktion brauchen wir, weil sie uns eine Leitung geben oder auch ein Leitbild geben. Mhm. Natürlich das Genre, das hier am bekanntesten ist, wenn man über die Zukunft spricht, ist die Science Fiction. Das, was du jetzt erwähnt hast mit auch Zukunftsentwürfen, diese gibt es ja abseits der Belletristik auch. Glaubst du, diese Zukunftsideen, diese Utopien, die es seit etlichen Jahrhunderten in relevanter Anzahl gibt, sind weniger einflussreich als Erzählungen über die Zukunft? Würdest du hier einen Unterschied machen zwischen konkreten Utopien, die beschreiben, was man will, und Geschichten, die in der Zukunft spielen? Tatsächlich nicht, nein. Also aus meiner Perspektive, wenn ich mich mit Zukunftsvorstellungen beschäftige, sehe ich sie immer als Erzählung. Also egal, in welcher Art und Weise sie kommuniziert werden, von wem sie kommuniziert werden, auch mit dem Kontext, sie kommuniziert werden, für mich sind sie immer Erzählungen. Und da hilft mir tatsächlich auch die Narrationstheorie, dann diese Erzählung besser auseinander zu nehmen und zu begreifen, weil ich durch die Art und Weise, wie diese Erzählungen gestrickt werden, auch begreifen kann, wer spricht da eigentlich, wer stellt sich selbst zum Beispiel als Protagonist dar, wer stellt sich selbst vielleicht als Antagonist dar, oder wie sind die verschiedenen Charakterrollen in diesen Zukünften, die da positioniert oder präsentiert werden, eigentlich verteilt. Von daher, um die Frage nochmal aufzugreifen, so eine richtige Unterscheidung zwischen einer fiktiven Zukunftserzählung und jemand, der sich hinstellt und sagt, wie zum Beispiel Elon Musk, wir werden zum Mars fliegen, mache ich nicht. Das sind für mich beides Fiktionen, das sind für mich beides fiktive Erzählungen. Die eine ist ganz klar als Science Fiction dekliniert und beschrieben, die andere ist dann eher eine Unternehmerfiktion, die aber trotzdem auch eine Fiktion bleibt. Jetzt hätte ich natürlich den Verdacht, dass es durchaus davon abhängt, welche Ressourcen ich in der Gegenwart habe, wessen Erzählung umgesetzt wird. Ein Elon Musk kann seine Erzählung umsetzen. Wenn wir uns jetzt eine wunderschöne Welt vorstellen, könnte das schwieriger sein als ein technisches Projekt.
Sind auch Zukunftserzählungen abhängig von der Position, die man jetzt hat? Absolut. Es gibt diesen schönen Spruch, der heißt, die beste Art, die Zukunft zu vorherzusagen, ist sie zu erfinden, solange du genug Leute dahinter bekommst, um sie zu glauben. Das heißt, die Ressourcenfrage ist nicht unbedingt nur eine Geldfrage, es ist tatsächlich auch eine Frage von, wie viele Leute erreiche ich eigentlich und wie viele Leute sind überzeugt von dieser Zukunftsfiktion, die ich anzubieten habe. Und wenn ich als Unternehmer dann natürlich Geld dahinter habe und zum Beispiel auch Filmproduzenten kaufen kann, wie es Elon Musk auch gemacht hat, da gibt es eine sehr schöne, naja, sehr schön ist sie nicht. Es gibt eine Doku/Fiction-Doku, könnte man sagen, wo es zum Beispiel um die Mars-Kolonisierung geht, die auf Netflix läuft, wo er auch mit als Akteur auftritt. Also da geht es natürlich ganz klar darum, dass so eine Art Klima geschaffen wird, wo die Vorstellung, die Musk propagiert, auch akzeptiert und geglaubt und glaubhaft gemacht wird. Und da hilft die Science Fiction. Wir sprechen jetzt über die Gegenwart, wie jetzt Erzählungen die Zukunft mitprägen könnten. Ich weiß aber, du hast doch in die Vergangenheit geschaut, wie Erzählungen in der Vergangenheit die Realität mitgestaltet haben, wie schon Beweise aus der Vergangenheit unterstützen, dass Future Follows Fiction richtig sein könnte. Du bringst hier gerne das Beispiel der Robotik. Vielleicht erzählst du mal frühe Robotik-Erzählungen in Film oder Literatur. Genau, Robotik finde ich ein ganz interessantes Beispiel, weil das auch so ein, also weil da natürlich die Imagination und die tatsächliche Entwicklung, die Arbeit an den Robotern oder vielleicht auch die Diskussion über Roboter ganz eng beieinander sind. Also wenn wir anschauen, wo die Robotik das erste Mal auftaucht, dann ist dieser Begriff Roboter geprägt worden von Karel Čapek. Das ist ein tschechischer Theaterautor, der hat ein Stück darüber geschrieben, wie Arbeitskräfte durch Maschinen ersetzt werden. Und diese Maschinen dann im Laufe des Stückes Arbeiter, also auch der Begriff Roboter selbst, ist ein slawischer Begriff von Roboter und Roboter heißt Arbeiten, also auch da ist die Assoziation nicht so weit. Und während dieser Geschichte proben diese Maschinen den Aufstand und erheben sich gegen ihre Arbeitgeber. Das Ganze ist 1920 geschrieben worden und erinnert natürlich stark an solche Erzählungen oder solche Ereignisse, die auch tatsächlich passiert sind, wie zum Beispiel die bolschewistische Revolution. Das heißt, was Čapek eigentlich hier gemacht hat, ist, er hat sich in der Kunst, also in der Belletristik, diese Metapher des Arbeiters, des Maschinenmenschen genommen und hat damit die erste Erzählung des Maschinenaufstands geschrieben. Und diese Erzählung ist aber so stark in unserem kulturellen Gedächtnis hängen geblieben, dass sie sich bis heute hält. Also wir haben in den 90ern Erzählungen von zum Beispiel Terminator mit dem T-800, wir haben die Matrix, wir haben Serien wie Westworld zum Beispiel, auch jetzt wieder neu aufgelegt worden. Also dieses Narrativ oder dieses Imaginär vielmehr, diese Vorstellung davon, dass Technologien uns übermannen könnten, ist irgendwie so stark mit dieser Robotik verhaftet, obwohl es eigentlich wo ganz anders herkommt. Aber nichtsdestotrotz haben wir den Ursprung mittlerweile vergessen und es hat sich aber in dieses Bild des Roboters eingeschrieben. Ich möchte jetzt ein bisschen stärker reinbohren in diesen Zusammenhang zwischen Erzählung, zwischen Fiktion und dem, was wirklich passiert. Wie stellst du dir wirklich den Zusammenhang zwischen solchen Theaterstücken, solchen Erzählungen und realen Aufständen, realen gesellschaftlichen Veränderungen vor? Würdest du das als Wechselwirkung beschreiben? Würdest du das eine als das Ausdruck des anderen sehen? Wie würdest du das beschreiben? Ich glaube, man kann nicht so eine direkte Kausalität herstellen. Und das wäre, glaube ich, auch zu viel gesagt, wenn man sagt, die Science Fiction oder dieser eine Film hat das in der Technologie oder in der Realität hervorgebracht. Vielmehr ist die Kunst natürlich auch immer nur so eine Art Seismograph für einen bestimmten Zeitgeist. Oder Raymond Williams, der amerikanische Kulturwissenschaftler, spricht von Structure of Feeling. Also so eine Art vorherrschende Stimmung, die in der Kultur gerade herrscht, in einem bestimmten Moment. Und die Science Fiction greift das natürlich auf. Es gibt zum Beispiel, um hier nochmal so eine, vielleicht auch etwas, wie gesagt, keine Kausalität, aber auf jeden Fall eine Auffälligkeit nochmal klarzumachen. Es gibt einen Roman, das ist mit einer der ersten zeitlichen Utopien, also eine Utopie, die sich nicht den besseren Ort irgendwo auf einer Insel vorstellt, wie es bei Thomas Morris gewesen ist, sondern tatsächlich am selben Ort auf der Welt, nur in einer anderen Zeit, also in der Zukunft. Der ist 1770, glaube ich, geschrieben worden von Sébastien Mercier in Frankreich. Und der heißt... ich kriege den französischen Titel nicht hin, aber der heißt das Jahr 2440, L'an 404. Mein Französisch ist leider etwas eingerostet. Nichtsdestotrotz, in diesem Roman beschreibt Monsieur im Grunde die Zukunft, wie sie später von der Französischen Revolution auch gewünscht wurde. Das heißt, diese Bestrebungen, zum Beispiel gegen die Monarchie, für Freiheit, gegen die Kirche, frühe Säkularisierung etc., das sind ja alles Bestrebungen gewesen, die schon in der Kultur da waren. Und Messier ist einfach ein sehr feinfühliger Mensch gewesen. Er hat diese Trends aufgespürt, er hat sie begriffen und er hat sie weitergedacht. Hat damit
ein Beispiel geschaffen, wie die Zukunft aussehen könnte und damit andere Leute inspiriert, diesem Beispiel zu folgen und sie umzusetzen. Ich denke natürlich an Edward Bellamy in diesem Moment, der ein Buch geschrieben hat, Looking Back to the Year 1887, Looking Back from the Year 2000, und er schreibt es 1888. Ich erwähne es deswegen, weil da könnte man auf eine andere Idee kommen als du. Das war extrem erfolgreich. Es hat wirklich auf die Zivilgesellschaft durchgeschlagen. Es haben sich Bellamy-Gruppen gebildet, die den Text diskutiert haben, aber diese Gruppen sind auch schnell wieder verschwunden. Haben vielleicht Erzählungen eine bestimmte Halbwertszeit? Oder sind es wahrscheinlich richtiger gesagt, sind nur wenige Erzählungen in der Lage, Generationen zu überdauern? Und damit auch Zukunftsbilder, nur wenige davon in der Lage, länger zu wirken als eine bestimmte Zeit? Durchaus. Es gibt ja auch durchaus vergessene Zukünfte, die wir öfter mal dann wieder rausholen, wenn wir gerade nicht mehr wissen, wo es lang geht. Eine, an die ich da tatsächlich gerade denken muss, ist eigentlich ein Nachfolger von Bellamy, könnte man sagen, zumindest im selben Land, Ernst Kallenbach, Ökotopia geschrieben, genau, wo er im Grunde ja ein Land beschreibt, das, ich habe das in einem Text mal beschrieben, als eine nationalstaatliche Hippie-Kommune. Also es ist quasi ein Land, das sich von US-Amerika abgespaltet hat, in die fiktive Zeit in seinem Roman sind, glaube ich, die frühen 80er oder 90er, geschrieben war 1970. Und er beschreibt da sehr interessant, wie zum Beispiel Städte und wie der Autoverkehr oder auch wie Mobilität in diesem Land funktioniert. Also, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es bei ihm zum Beispiel kaum noch sowas wie Individualverkehr, sondern es gibt eher frei verfügbare Fahrräder zum Beispiel, die auf der Straße sind. Wenn man irgendwo hin muss, nimmt man sich ein Fahrrad und fährt damit weiter. Es gibt auch zwischen den Städten keine Autobahnen zum Beispiel, sondern es läuft alles über Straßen, über Schienennetze, also über Zugverkehr. Das sind natürlich Visionen von einer Stadtentwicklung oder auch einer Mobilitätsentwicklung, die heute immer wieder oder mehr und mehr Aktualität bekommen, gerade wenn wir darüber nachdenken, wie wir das CO2-Limit reduzieren oder CO2-Ausstoß in Ländern reduzieren und vielleicht auch tatsächlich über sowas nachdenken wie autofreie Städte. Und da spielen solche alten Zukünfte, die irgendwie jetzt vergangen sind, doch wieder eine gute Rolle und haben wieder vielleicht zum zweiten Gesehen. Das, was sehr spannend ist, wenn man dir zuhört, ist, wie du Zukunftsentwürfe technischer Art berücksichtigst, aber auch Zukunftsentwürfe sozialer Art, so wie du es jetzt genau beschreibst. Es gibt doch diesen Trend, dass heutzutage, wenn Zukünfte neu beschrieben werden, vor allem eine Technologieentwicklung im Mittelpunkt steht und es dann dystopisch wird. Also die künstliche Intelligenz gerät außer Kontrolle, die Nanotechnologie gerät außer Kontrolle. Siehst du hier eine Schwerpunktverschiebung der Zukunftsentwürfe von sozialen Zukunftsentwürfen, wie könnten wir leben, hin zu technischen Zukunftsentwürfen, die in der Regel dann schief gehen? Ich sehe eine Verschiebung, ja. Insofern aber, dass gerade die Dystopien, und die haben seit den 80ern haben die vermehrt Zulauf bekommen und sind immer wichtiger geworden. Oder sind, naja, wichtiger weiß man nicht. Also wichtig ist schwer zu definieren, aber sie sind auf jeden Fall immer populärer geworden in der Science Fiction. Also es gibt bis auf Ausnahmen und bis auf gerade die Gegenwart kaum Science Fiction Erzählungen, vor allem nicht im Populärkontext, also ich rede jetzt vom Kino oder auch von Netflix-Serien etc., die nicht dystopisch agieren. Und die Dystopie hat natürlich ganz klar ihre Wirkung oder auch ihre Berechtigung, nämlich in dem Moment, wo sie uns davor warnt, Achtung, die gegenwärtigen Entwicklungen, wenn es so weitergeht, können uns dahin führen. Also lieber mal vom Gas drehen. Man sieht das bei William Gibson, der große Autor des Cyberpunk, der den Cyberpunk 1984 begründet hat, in dem Buch Neuromancer. Der ist ganz stark inspiriert gewesen von so Entwicklungen wie zum Beispiel Margaret Thatcher, Ronald Reagan, die als neue Politiker den Neoliberalismus gefördert haben und damit das freie Wirtschaften auf der Welt, also Globalisierung, alle Regeln genommen haben. Und das sind natürlich Entwicklungen, die hat er gesehen und extrapoliert zu einer sehr düsteren Gesellschaft, in der wir im Grunde als Bürger keine Rechte mehr haben, weil die Politiker immer weiter rausgedrängt werden und die neue Herrschaftsklasse im Grunde, er nennt sie so, Zaibatsus geworden. Also Zaibatsus sind große multinationale Unternehmen, die technologische Gadgets herstellen und wir mit diesen technologischen Gadgets mehr oder weniger unter deren Fuchtel gelangen oder uns nur noch in dieser Welt bewegen können, die sie uns offenbaren oder ermöglichen. Und das sind Dystopien, wo die Technologie sehr dunkel gezeichnet wird. Und es gibt auch so einen Trend dazu, dass man dann, beobachtet man oft so in sozialen Medien, wo man dann sagt, ah, das ist ja genau wie bei
wie bei William Gibson. Oder es ist genau wie vielleicht auch wie bei Black Mirror. Black Mirror schlägt so in dieselbe Kerbe. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass das alles nur Fiktionen sind. Also das heißt, die Realität ist nicht so wie in der Fiktion, aber vielmehr gibt uns die Fiktion eine Blaupause, mit der wir die Realität begreifen und einordnen können. Deswegen brauchen wir eigentlich, und das springe ich vielleicht sogar zum anderen Punkt, deswegen brauchen wir eigentlich Fiktionen, wo wir Erzählungen haben, wie wir Technologien in der Gesellschaft anders begreifen können. Nämlich nicht als Moment der Unterdrückung, nicht als Moment des Autonomieverlustes, sondern vielleicht eher als Erweiterung oder Kompagnon oder Unterstützung. Also solche Erzählungen, wie wir am Anfang des Gesprächs haben, Erzählungen, die uns inspirieren, die Gesellschaft zu gestalten, nach Modellen, die wünschenswert sind, mit Technologien, die wir so weiterentwickeln, dass sie für Planeten und uns interessant sind. Glaubst du, es droht so eine Situation, dass wir nicht mehr in der Lage sind, solche Fiktion zu schreiben, dass wir als Menschen keine Lust mehr haben, keine Ideen mehr haben, solche Fiktionen zu entwickeln? Was würde das bedeuten? Genau. Also ich glaube, ich glaube, was wichtig ist, wenn wir über Technologie und Gesellschaft nachdenken, ist immer zu begreifen, dass die Technologie nicht die Gesellschaft prägt, sondern dass es die Gesellschaft ist, die einen Umgang mit der Technologie finden muss. Es ist immer die Gesellschaft, die Technologie irgendwie in die Gesellschaft einbettet. Und dadurch verändert sich natürlich die Gesellschaft, aber auch die Technologie. Es sind so Domestizierungsprozesse, nennt man das. Das sowohl von der Technologie, die sich verändert, als auch die Gesellschaft, die sich verändert, ausgeht. Man materiert das so aus. Die Frage ist also, ob uns das droht, dass wir uns nicht mehr vorstellen können, wie wir Technologie anders in die Gesellschaft einbinden. Also ja, es gibt so Tendenzen dazu, die vor allem halt aus dem Cyberpunk-Ära, aber vor allem auch aus den kulturtheoretischen Reflexionen aus der Zeit herausgekommen sind. Also Jean Baudrillard zum Beispiel, der über das Simulacra schreibt und sagt, wir leben alle schon längst in einer technologischen Simulation, wir kommen da gar nicht mehr raus. Oder Frederick Jameson, der davon spricht, dass, was auch ganz gut passt natürlich zu dem Festival heute hier, we cannot imagine the end of the world. No, wie heißt es? It's easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. Also es gibt natürlich immer solche Horrorszenarien. Und ich glaube auch Jameson hat gar nicht so Unrecht, weil es uns bis zu einem gewissen Grad, und man sieht es auch tatsächlich in der Science Fiction, bis vor einigen Jahren auch schwer gefallen ist, da Visionen zu entwickeln, die außerhalb sind von solchen sehr klassischen kapitalistischen Marktstrukturen. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, zumindest ist es wieder, kommt wieder so eine neue Ära. Und deswegen glaube ich, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube nein. Ich glaube, wir werden niemals an den Punkt kommen, dass wir nicht eine Alternative imaginieren können. Wir müssen uns aber auch immer wieder daran erinnern, dass wir es können. Und wir müssen auch immer wieder andere Alternativen produzieren und imaginieren und ihnen Gehör geben und ihnen auch eine Plattform verschaffen. Sonst wird es nichts. Das heißt, wir brauchen alternative Zukünfte, die mit der Realität so umgehen, sie so weiterschreiben, dass es wünschbare Zukünfte werden, die Technologien so beschreiben, dass wir damit umgehen können. Und wir brauchen vor allem Erzählungen. Und diese Erzählungen, argumentierst du, sind kaum zu unterscheiden von politischen Manifesten für die Zukunft, weil jedes Schreiben über die Zukunft zu einem erheblichen Teil fiktional ist. Wenzel Mehnert, herzlichen Dank. Wenzel Mehnerts Argument zur Erinnerung ist, wenn wir über die Zukunft keine Geschichten mehr erzählen können, werden wir diese Zukunft nicht gestalten. Dann wäre es, it's the end of the world as we know it, eine Welt ohne Zukunftsvorstellungen. In diesem Sinn herzlichen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Wenzel Mehnert wird jetzt mit vielen Salzburgerinnen und Salzburgern vor Ort und mit weiteren auf Zoom über diese Thesen diskutieren. Wenn Sie mal Lust haben, vor Ort dabei zu sein, mit dem Referenten oder der Referentin zu sprechen, schauen Sie auf die Homepage der Jung-Bibliothek www.jung-bibliothek.org und melden Sie sich doch einfach an. In diesem Sinn, herzlichen Dank, schönen Tag.